Liebe Freundinnen, liebe Freunde, herzlichen Dank für das so klare Votum. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen, das ist ein guter Start für die nicht einfachen Wochen, einfachen Monate, die vor uns stehen. Aber ich denke, es ist die optimale Voraussetzung, dass wir gemeinsam, am 22. April die Legitimation von den Wählerinnen und Wählern haben werden, unsere gemeinsame Arbeit fortzusetzen. Ich danke euch umso mehr dafür, als ich natürlich verfolgen konnte und verfolgt habe, dass ihr es euch nicht leicht gemacht habt. Ihr habt in vielen Gesprächen, in vielen Sitzungen euch damit auseinandergesetzt, was in den vergangenen 5 Jahren erreicht wurde, was auch an Hoffnungen sich noch nicht so konkretisiert hat, wie wir es uns alle gewünscht haben, was die Ursachen dafür sind. Und ich denke, es ist wichtig, dass ihr, dass wir nicht einfach so sagen, naja, machen wir einfach weiter, sondern dass diese Frage sehr intensiv diskutiert worden ist und, denke ich, das haben wir uns, glaube ich, gemeinsam mit dem heutigen Tag vorgenommen, auch in den nächsten Monaten und Jahren weiter gemeinsam diskutiert und kommuniziert wird. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für zukünftige Erfolge. Liebe Freundinnen und Freunde, lassen Sie einen Satz noch zu dem Thema Stimmung sagen. Der eine oder andere hat von euch, ich denke, völlig zu Recht angesprochen, dass es ja nicht so ist, wenn man draußen mit den Bürgerinnen und Bürgern redet, dass es für alle schon ganz selbstverständlich ist, wo sie am 22. April die Kreuzchen machen werden. Und ich glaube, dass alle, die gesagt haben, wir müssen was machen, damit sich diese Stimmung ändert, dass sie recht haben. Aber ich sage deutlich dazu, Stimmungen fallen nicht vom Himmel. Stimmungen entstehen nicht einfach, sondern alle, natürlich ich als Oberbürgermeister vorne dran, aber jeder von euch, jeder in jedem Gespräch, was ihr mit Nachbarn, mit Freunden führt, tragen zu einer Stimmung bei. Ja, ihr macht die Stimmung, wir machen die Stimmung. Und deshalb kann ich nur sagen, wir sollten so ein bisschen uns darauf besinnen, dass ein Glas, was halb gefüllt ist, nicht halb leer ist, sondern halb voll ist. Und wir sollten dieses, was wir erreicht haben, vermitteln und auf dieser Grundlage mit den Bürgerinnen und Bürgern reden, was wir noch gemeinsam erreichen wollen und auch gemeinsam erreichen müssen. Das heißt also, ganz wichtig ist in den nächsten Wochen, dass nicht wir diejenigen sind, die die Haare in der Suppe finden. Da gibt es andere. Und ich denke, es ist auch schon deutlich geworden in den letzten Tagen, was das so alles auf uns zukommen wird. Deshalb kommt es darauf an, dass wir dazu beitragen, dass dieses, was wir in den vergangenen Jahren zusammen geleistet haben, deutlich wird und dass wir von daher gemeinsam dazu beitragen, die Stimmung zu ändern. Wir können das, wenn wir es wollen, und ich glaube, wir wollen es auch. Und ein letztes: Werner Kiesling, ein Schwabe, der über 50 ist, ändert sich nicht mehr, hast du gesagt. Also ein Schwabe, ich denke, der schafft es schon, mit den Einsichten in die Notwendigkeit mit Männern über 50, da müssten wir beide mal gemeinsam reden, wie das so ist, da kannst du ja dann auch
Beiträge leisten. Also ich glaube, es gilt das, was wir vorher gesagt haben. Sicherlich Männer über 50 fällt es nicht mehr ganz so leicht, Positionen, die sie im Laufe ihres Lebens, ihres politischen Lebens entwickelt haben, einfach über Bord zu werfen. Ich glaube, das steht auch gar nicht an. Aber ich glaube, auch da gilt dieses, was wir gemeinsam ja jetzt mehrfach formuliert haben, wenn es ein Einzelner nicht kann, dann geht es gemeinsam. Auch dieses geht gemeinsam. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass diese Funktion, die mir die Bürgerinnen und Bürger zum 1. Juli 2006 übertragen haben, gelegentlich auch eine sehr einsame Position ist. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Einsamkeit, die ich mir selbst ausgesucht habe. Viele Kollegen, mit denen ich auch gelegentlich spreche, haben den gleichen Eindruck. Und es gibt nur eine Chance, diese Einsamkeit ein Stück weit zu überwinden, indem ihr mir helft, indem ihr mit dabei seid, bei dem, was wir gemeinsam entwickeln wollen, bei dem, was wir gemeinsam vermitteln wollen und bei dem, was wir dann gemeinsam durchsetzen. Deshalb lasst uns gemeinsam anpacken. Ich bin für euch da und ich hoffe, ihr seid auch gemeinsam für mich da. Und dann schaffen wir das. Dann wird der Neue auch der alte Oberbürgermeister sein. Vielen Dank.